Hey Leute, willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Bloodlines. Vivi hat uns einen Auftrag gegeben. Wir sollen nämlich zu David Hatter und ihm sein Drehbuch klauen, über das er vor einigen Parts schon mit uns gesprochen hat. Da geht es nämlich darum, wie er über die Kainsgesellschaft schreibt. Und das darf nicht unbedingt an die Öffentlichkeit kommen. Es geht um die Maskerade. Ja, was das Manuskript angeht, von dem Sie gesprochen haben, gibt es davon noch eine Kopie? A good writer always does in this town. Hey, you in the business? Man, I got tons of ideas for movies. In fact, I should give you one of my completed screenplays. This one's still a work in progress. Ich kenne ein paar Leute, die daran interessiert sind, einen Vampirfilm zu machen. You do? Man, that's fantastic. I can give you my screenplay if you promise to keep it safe. Na klar. Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Sagen Sie, haben Sie irgendwelche Mitautoren oder sonstige Helfer? I really can't talk about it. He likes his privacy. Glauben Sie nicht, dass er auch berühmt werden will? Ich meine, wer will das nicht? Okay, okay, he's a guy, he calls himself Julius, he lives under the pier. In fact, I'm supposed to meet him tonight. We talk about vampire film ideas all the time. He's a weird, weird guy, but really creative, you know? I love how his mind works. Danke, ich gehe dann mal. Tja, das war einfacher als gedacht. Julius. Der liebe Julius. Wo finde ich denn? In Santa Monica oder was? Ich meine, ich kenne sonst kein Pier hier. Ja, den Namen rausgefunden. Am Strand! Ach, es ist Julius, einer der Dünnblütigen. Eieieiei. Ach, Julius. Das wird dir jetzt vielleicht nicht gefallen, aber ich muss dich leider ein bisschen töten. Ich gehe vorher noch in die Tanke und verkaufe dir eine Remington, das Jagdgewehr. Hola. Hallo. Das ist nämlich doch nicht so toll im Gegensatz zu dem Sniper, was ich jetzt bekommen habe. Das ist so gut, es hat 120 Schadenspotenzial. Viel mehr als die Franchise. Beziehungsweise, warte mal. Was brauche ich denn hier? Grundschaden? Fernkampfanforderung 7 und das hat 6. 5 und 8. Okay, krass. Hat doch schon sehr hohe Anforderungen, das Teil. Stepptanz. Ich frage mich echt, wofür ich das noch gebrauchen könnte. Dieses Videomaterial. Boah, halt die Fresse, meine Güte. Dieser Typ nervt mich schon wieder mit seinem Rumgelalle. Das ist irgend so ein komischer Pothead, so ein Kiffer, der jetzt hier noch was zu naschen haben will. So, wo wollte ich jetzt hin? Zuerst wollte ich eigentlich mal in mein Apartment, in die Skyline Apartments, denn da fahre ich im Meer. Fahr einfach mal. Und zwar nach Downtown. Weil ich warte noch die E-Mail ab von Mitnick. Ihr wisst schon, im Nosferatu aus Hollywood da unterm Friedhof. Ich kann mir immer noch schönere Orte vorstellen, wo sich's leben lassen oder das Unleben verbringen lassen würde. Aber ich meine, den geht's ganz gut da unten. Und gerade er hat seine Erfüllung gefunden. Irgendwie ist es ja auch schon cool, ne? Man hat viel Zugang zu Technik. Man lebt quasi ewig, wenn einen nicht irgendwas tötet. Oh. Warum nicht? Bin mal gespannt, was mein Liebchen wieder angestellt hat. Letztes Mal hat sie mir einen Kerl dahin geschleppt und im Bad eingesperrt. Ich weiß gar nicht, ob sie noch was macht. Ich glaube, ich habe die irgendwann leider ganz links liegen lassen, meinen kleinen Ghoul. So, naja, ich finde es auch ein bisschen schade, dass ich hier nicht im Inventar was machen kann, während ich warten muss. Weil der Aufzug hier, das ist einer der langsamsten überhaupt. Hi. I'm so glad you're back. I've been waiting forever. I've been kind of nervous. I can't feel you inside my veins anymore. I just need a little more, please. Master, just a few drops. Natürlich, komm her, mein Schmusetier. Thank you. Amazing. I feel so much better. Like I'm the most important person in the world. Next to you, of course. Ja, natürlich. Ah, wenn das nicht süß ist. Bis später, Heather. Hat sie vielleicht noch was? Master? Nee, das... Ich kann ihr Blut trinken. Okay. Wahrscheinlich kann ich sie sogar umbringen, wenn ich zu viel trinke. Frisches Blut im Kühlschrank? Nope, natürlich nicht. Mann, Heather, du wirst nachlässig. Oh, das ist eine Maus. Ich dachte eben, das wäre ein Taser oder sowas.
So, E-Mail. Oh, da gibt's eine ganze Menge mehr. Geschäfte in Hollywood. Ich habe ein gewisses finanzielles Interesse an einem Restaurant in Hollywood namens Café Cavoletti. Ich habe bereits ein mehr als großzügiges Angebot für das Etablissement unterbreitet, doch die Besitzer sperren sich es anzunehmen. Soweit ich weiß, schreibt der berühmte Restaurantkritiker Tommy Flayton bald einen Artikel über dieses Restaurant. Bitte fang ihn dort ab und stell sicher, dass die Kritik schlecht ausfällt. La Croix ist das also. Naja. Ein Freund. Die Kosten eines Angriffs bezahlt man oft erst später. Okay. Und Mitnick. Mitnick hier. Ich habe die Info zum ersten Netzwerk-Hub. Das Terminal ist in Santa Monica in einer alten Kaschemme namens Megahertz Computing. Ich schicke noch eine andere E-Mail mit mehr Info. Fahr das Terminal hoch, geh ins Verzeichnis Net Security und führe den Befehl Schrecknet aus. Das Passwort für das Verzeichnis ist Gil Bates statt Bill Gates. Kein Kommentar. Ich ping dich an, wenn ich sehe, dass der Hub aktiv ist. Megahertz Computing ist am Ende der Second Street in Santa Monica, neben dem Asylum. Du kommst nur durch den Hintereingang rein, also musst du erst einen Weg dahin finden. Ich lasse einen Schlüssel für die Tür in deinen Briefkasten. Viel Glück, das hier sollte einfach sein. Ach, und Bibliothek. Aha, von Beckett. Hallo, junges Blut. Wie ich hörte, sollen in der Bibliothek von L.A. des Nachts seltsame Dinge vor sich gehen. Leider bin ich für derzeit anderen Aufgaben verpflichtet. Würdest du dort mal nachsehen? Wir wollen ja nicht, dass dem gesammelten Wissen dort etwas zustößt, nicht wahr? Du findest einen Zugang durch die Kanalisation, aber ziehe bitte so wenig Aufmerksamkeit auf dich wie möglich. Spreng also bitte nicht alles in die Luft oder ähnliches. Beckett. Ja. Oh, noch eine. Wenn du das liest, weißt du wohl immer noch unter den Untoten. Ich habe einen Vorschlag für dich, wenn du nicht zu beschäftigt bist. Du weißt, wo du mich findest. Diesmal wird es nicht so schwer. Bertram, ach der liebe Tung, sag mal, wie viel denn noch von Gary? Hey Boss, ich habe Frühjahrsputz gemacht und bin über was gestolpert, das dich reizen könnte. Hier wohnte mal einer mit einer ungesunden Vorliebe für unser heißgeliebtes Psycho-Pin-Up, Jeanette Foreman. Ich bin etwas nostalgisch, also wenn du eine Kopie von Tap Hotel auftreiben kannst, da spiele ich mit. Gebe ich dir ein Poster von der aufreizenden Irren. Steck den Film in deinen Briefkasten und ich bringe es dir in deine Zuflucht. Ja, Larry, ist nicht das Einzige, was wir haben, Mann. Bla bla bla. Löschen. Eine Erinnerung. Löschen. Willkommen. Löschen. Eine Bitte. Löschen. 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 Hopp. Na. Löschen. So, das reicht, oder? Der Prinz befördert dich. Egal. Hey, jetzt haben wir wieder eine Menge Quests bekommen. Guck mal hier. Gary tauscht ein Poster von Jeanette Foreman gegen ein Band mit dem alten Film... Tap Motel. Einfach in den Briefkasten werfen. Der Prinz bittet sie in einer E-Mail, den Restaurantkritiker Tommy Flayton davon zu überzeugen, das Café Cavoletti bis schlecht zu bewerten. Und ich habe die Anweisung erhalten, das Hub-Netzwerk hier einzurichten in Santa Monica. Mit Schrecknet. Das hat er vorhin nicht sagen wollen, das Wort. Also vorher heißt, als ich das letzte Mal dort war, hat Gary mit dem Namen so ein bisschen hinterm Berg gehalten. Nicht Gary, Mitnick meine ich doch. Was auch immer daran so komisch sein soll. Schrecknet. Ist ja jetzt nichts, was geheim gehalten werden muss. Hört sich mehr wie so ein Spinner-Ausdruck an. Naja. So, aber gut, dass wir jetzt sowieso noch Santa Monica müssen. Sabbat-Vampire sind Fanatiker. Ja, ja, das wissen wir doch. Ich könnte mal wieder bei den Anarchen vorbeischauen. Vielleicht haben die was Neues, aber das machen wir später. Hey, Schnecke. Ich habe mein geiles Jäckchen an. Ich fühle mich so sexy. Aber schade, dass man die Haarfarbe nicht mehr ändern konnte. Jetzt habe ich die ganze Zeit so rot. So kirschrot. Bah. Na klar. Auf nach Santa Monica. Ach, ich habe ganz vergessen. Kann ich das auch hier noch in meiner Bude? Das in dem Briefkasten? Naja. Boah, dieser Prediger, der muss echt dran glauben. Warte mal, ich soll doch mit Bertram Tung reden, oder?
Ja, Beckett hat sie darum gebeten, in der Bibliothek von L.A. nach dem Rechten zu sehen. Und der Prinz will immer noch den Sarkophag. Bertram Tung, den Nosferatu in Santa Monica, hat ihnen eine E-Mail mit einer Bitte an sie geschickt. Ja, ja. I'm glad you're here. I've heard you've been up to quite a bit lately. Very interesting. I was hoping you could help me with something. A little bird said they spotted you down in the Warrens. Gonna be back there soon. Wer weiß, was kann ich für dich tun? I'm looking for a data CD. It was lost down there, supposedly. Find it for me and I'll teach you a thing or two. Some stuff that could really come in handy for you, from the sound of things. Alles klar. Great, great. Go to the Warrens, then find the data CD. Don't bother asking around for it. I've already made a pest of myself about this. Just find it and bring it back. Gut, mach ich. Tschüss, Bertram. Bertram. Alles klar, Bertram Tung hat sie gebeten, zurück zu den Höhlen zu gehen und seine CD zu holen. Ja. Wahrscheinlich Best of Britney Spears oder sowas. Ach, die Britney. Ich soll zu diesem Hardware-Dingens, wie ist das? Ich gehe erstmal an den Strand und werde Julian... Julius? Ich werde Cäsar ermorden. Nein, wie hieß der nochmal? Ach, ist ja wurscht. Irgend so einer von den Dünnblütigen. Wahrscheinlich kann ich ihm auch nur gehörig Angst einjagen. Ich will den halt nicht abmetzeln, meine Güte. Die sind ja eigentlich ganz nett. Das sind arme, verwirrte Seelen. Und wahrscheinlich hat er auch nur davon gehört. Ich meine, so als Dünnblüter weiht denn bestimmt keiner in die komplette Kamarilla und alles ein. So. Vor allem, dass die immer noch da sind. Ich meine, die müssten doch schon längst weg sein hier. Oh, okay. Ach, das ist der Stotterer. Ja, Stotter Freddy. Tut mir leid. Vielleicht muss ich dich doch umbringen. Bist du Julius? Ha. Hast du etwa einem Menschen von uns erzählt? Ist dir klar, welche Strafe darauf steht, Julius? Ist dir das klar? Oder, es tut mir leid, aber uns Sterblichen gegenüber zu offenbaren hat Konsequenzen. I'm so sorry. I'll never do it again. Julius, die Strafe für Geschwätzigkeit ist der Tod. Es sind ja nicht meine Regeln, verstehst du? Ja, tut mir leid, Julius. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Could let me go. I promise I would leave Los Angeles. I swear. Ich weiß nicht, Julius. Mir sitzen nur ein paar Leute im Nacken. Was habe ich denn davon? Nee. Ich kann nicht. Ich kann es einfach nicht. Vergib mir, Julius. Cäsar. Wir sind alle nur Bauern in einem Spiel ohne Regeln, Julius. Ich mache es kurz, das verspreche ich dir. Na, kurz ist anders. Julius, bleib stehen. Komm her. Obwohl, kann ich das nochmal rückgängig machen? ja, komm, ich mach's nochmal rückgängig. Ich lasse ihn entkommen. Das ist doch fies. Das ist so ein armer, armer Kerl. Der hat sich nicht mal gewehrt. Ja. Ja, ja. Das kann ich nicht tun. Mach schon, verlass die Stadt. Aber wenn du zurückkommst, beende ich, was ich begonnen habe. Thank you. Oh,
Thank you. Ja, und vergiss nicht, Julius. Ich will dich in diesem Leben nie wiedersehen. Reise sofort ab. Aber schnell. Gibt auch so Erfahrungen, seht ihr mal. Lauf schnell, Junge. Lauf, lauf, lauf. Ich bin schneller als du fast. Ich wollte schon sagen, gibt es hier keinen Ladescreen mehr. Naja. Ich bin ja ganz froh. Wie gesagt, das ist ein armes Würstchen und der wollte ja gar nicht so werden. Wer will schon dünnblütiger werden? Ja. Ich sollte informieren, dass ich... Ja, genau. Ah, was haben wir noch? Die Kamera. Ich soll Bescheid geben. Und ich soll Isaac dann nochmal besuchen später. Achso, Megahertz Computing. Den Hintereingang sollen wir finden. Wo ist denn Megahertz? Ich gehe erst nochmal ganz kurz zu Mercurio. Ich habe eh nicht das Geld für einen Flammenwerfer, sollte er mir einen besorgt haben. Aber ich fände es cool. Dann kann ich mir den später abholen. Ja, nee, dann hast du nicht, ne? Ich dachte es mir schon. Also ganz ehrlich, wenn der jetzt hier auf einmal mit einem Flammenwerfer ankommen würde. Aber so ein Flammenwerfer ist eigentlich gar nicht so schwer zu machen, theoretisch. Da gibt es doch diese Geräte, mit denen man Pflanzen im Garten abspritzen kann. Wenn man da irgendwie noch dafür sorgt, dass da die ganze Zeit eine Brandquelle dranhängt, dann... das ist... Du, Piercing... Oh! Ich kann den Piercing laden. Wahrscheinlich ist das der Hintereingang, den ich da nehmen kann. Ach nee, hier war ich doch schon, oder? Hi. Ja, hier war ich schon mal. Ich weiß nur gar nicht mehr für was. Aber es war auch eine Quest, definitiv. Die Kasse kann ich da bestimmt... Hehe. Mal die Kasse auf, komm. Okay, es geht wohl nicht. Ich meine, das war hinten in der Gasse, ne? Gucken wir mal. Ah, ich könnte auch noch mit dem Arsch unten im Keller reden und ihn davon überzeugen, dass er mir wieder Blut verkauft, aber da. Ich will mich gar nicht mehr mit dem auseinandersetzen. Das ist so ein Vollpfosten. Megahertz. Wo ist der Hintereingang? Wahrscheinlich Kanalisation ist damit gemeint, weil hier gibt es nur den Club. Gucken wir mal. Jetzt habe ich schon wieder die Orientierung verloren, weil irgendwo... Ah, da sehen wir es ja. Hallo Ratte. Nom. Wenn das überhaupt geht. Nee, ist doch nicht die Karte. Noch eine Ratte. So, wo ist hier die Karte der Kanalisation? Da ist Access Point D. So, warte mal, ich bin hier. Galerie Noir. Warte, die Gasse ist bei der Nummer 6. Aber da geht es nirgendwo rein. Also ich bin aus F rausgekommen. 6 ist das Asylum. Hä? Da gibt es gar keinen Hintereingang. Da führt kein... Oder? Chef Spawn Shop. Ja, Santa Monica Netzwerk Hub. Sie müssen Megahertz Computer am Ende der Second Street finden und die Gasse zum Hintereingang nehmen. Mit Nick hat Ihnen den Schlüssel in den Briefkasten... Der Briefkasten natürlich. Ja, gut zu wissen. Habe ich nicht nur das Dings vergessen hier. Das abzulegen. Muss doch was rausnehmen. Ah, warte mal. Ist es vielleicht der Briefkasten, den ich hier auch in Santa Monica habe? Wäre natürlich super, dann würde ich da auch das Videoband reinlegen. Vielleicht kann ich mir dann die Belohnung auch trotzdem noch in Downtown abholen. Aber ich glaube nicht, dass es soweit denkt. Das Spiel denkt. Ja. Nee, macht's nicht, glaube ich. Mal gucken. Weil die Bude ist ja jetzt offiziell nicht mehr meine hier eigentlich. Wurde ja befördert vom Prinzen. Nee, wie ich dachte. Ja, nee, dann...
Müssen wir halt immer ein bisschen Taxi fahren, nicht? Aber sonst gibt's auch nicht mehr viel zu tun in Santa Monica. Ich muss nachher noch zu Pisha. Und dann ist fertig. Downtown meine ich doch. In Downtown gibt's nicht mehr viel zu tun. Aber wir haben jetzt Chinatown. Da war ich ja noch gar nicht. Aber das will ich mir jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen aufheben. Und erstmal das andere etwas aufrollen. Hab ihn. Ja klar. Downtown. Und ich hätte so gerne eine Schnellreise über die Karte hier. Ich meine, es sind halt immer nur ein paar Meter, aber es ist halt immer nur, dass man ein paar Meter läuft hier, die ganze Zeit. Und ich kann die Strecken nicht mehr sehen. Ich kenne die schon auswendig, langsam. Hab gar nicht mehr im Kopf, wie Chinatown aussah. Hollywood wusste ich noch. Naja, aber ich glaube, auch da hat es dann irgendwann... Da habe ich dann auch aufgehört in Chinatown. Ich habe es wirklich nie durchgespielt, soweit ich mich erinnere. Weil ich dann irgendwann immer die Lust verloren habe, so ein bisschen. Wegen diesen verbuggten Quests. Ich hatte, glaube ich... Also entweder was wegen einem Bug oder wegen der Unlust. Keine Ahnung. Achso, Briefkasten ist hier unten vielleicht, ne? Mal auf! Wo sind die Briefkästen? Kann man noch mehr husten, bitte? Nimm. So, Tap Hotel, wo haben wir es denn? Schön. Jetzt bin ich mal gespannt, wann die Quest als erledigt gilt. Janet Foreman gegen ihren Briefkasten. Achso, ich soll später in den E-Mails nachsehen. Na gut. Das kann man auch einfacher machen. Ich hätte einfach runtergehen und mit ihm reden können, oder? Nein, stille Post ist besser. Ich glaube, die stehen auf so einen Scheiß. Diese Geheimhaltung und Hacken und im Untergrund und alles schön verborgen. Das ist genau das Nosferatu-Ding. Dann kommt halt nur dazu, dass sie aussehen wie so ein Stück Hackfleisch. So, wir fahren nochmal zurück. Santa Monica, genau. Jetzt mache ich das noch mit dieser Hardware da. Aber es zieht sich doch ganz schön. Ich hätte jetzt echt gedacht, das Spiel ist kürzer. Ich meine, ich mache ja auch alle Quests. Ich werde auch nichts auslassen, keine Sorge. So, also das ist jetzt eigentlich kein schwerer Job mit dem Hacken hier, oder? Das Dünnblut. Wobei, hier könnte es auch gefährlich werden. Ich weiß es gar nicht. Sieht aber nicht so aus, als würden die nachts arbeiten hier. Oh. Luftschacht ist schon mal gut. Na. Ach, das geht noch weiter rauf. Interessant. Nee, doch nicht. Ah. Zeig ich Licht. Sehr schön. Wie gesagt, ich... Nee, das war's. Hier ist keine Wache oder sonst was. So. Nett. Security. Gil Bates, ne? Jawohl. Und Schrecknet. Ja, gut gemacht, Kid. Ich schreibe dir noch die Anweisung für den nächsten Hub. Mit Nick. Alles klar. Ja, das war's schon. Easy. Hätte auch selbst machen können. Also das ist jetzt echt kein Meisterstück. So. Ja komm, ich habe hier auch einen Rechner. Dann werde ich mir gleich die nächste Mission abholen, bevor ich dann weiterfahre mit dem Taxi. Weil wenn ich jetzt wieder zurücklaufe zu den Skyline-Apartments, schnarch, das dauert noch länger als hier. Und irgendwie laufe ich die Wege auch lieber, ich weiß auch nicht warum. Ist alles so ein bisschen entspannter hier. Immerhin habe ich hier meine Wurzeln. So. Hi. E-Mail. Wer lässt da schon wieder die Alarmanlage? Zweiter Netzwerk-Hub. Das nächste Terminal ist im Keller des Nocturne Theater in Downtown. Oder Nocturne Theater. Niemand darf wissen, dass du da warst. Bleib unsichtbar und keine Toten. Du musst für mich eine kabellose Kamera installieren. Ich schicke dir noch Anweisungen, wie du sie aktivierst. Sobald sie installiert und aktiv ist, log dich in das Verzeichnis Net Security ein. Passwort auf Holzklopfen. Und führe den Befehl Schrecknet aus. Okay. Info, Nocturne Theater.
Das Nocturne Theater ist in Downtown, gegenüber vom Empire Arms Hotel. Ich habe keinen Schlüssel für die Vordertür kriegen können, also musst du durch die Kanalisation rein, sorry. Mehr konnte ich nicht tun. Ja, das weiß ich doch, da war ich schon drin. Und die kabellose Kamera ist unten in deinem Briefkasten. Jemand hat für mich die Lage erkundet und er hat den besten Platz für die Kamera mit einem roten X markiert. Finde es, wahrscheinlich irgendwo hoch oben und montiere die Kamera. Sobald sie festsitzt, lock dich am Terminal unten ein, finde das Verzeichnis Kamera und gib den Befehl Netcam ein. Du kannst den Hub erst aktivieren, wenn die Kamera installiert ist. Und Cheatcodes. Aha, Gary. Ich sehe gerade den Film an, Boss, aber ich habe mich in den letzten Jahren wohl ganz schön gehen lassen. Egal, sowas gefällt dir ja, also hier ist der Deal. Kennst du diese Toreador im Vesuvius, Miss Velour? Als sie noch geatmet hat, war sie eher Miss Egal was für $300. Ich habe auch von ihr ein Poster. Ich tausche es gegen ein enthüllendes Foto aus der Geistershow Haunted L.A. Alles klar. Bin ich mal gespannt. Ist das jetzt... Ich muss immer testen. Ja, guck mal, die Kamera ist jetzt doch hier. Ich glaube, es kommt immer drauf an, da wo ich gerade die Nachricht lese, beziehungsweise wo ich was in den Briefkasten lege. Da kommt dann das Ergebnis raus. Deswegen werde ich jetzt hier das Foto nicht reinpacken. Habe ich das eigentlich schon? Gary bietet ein Poster für von Vivi im Austausch gegen ein enthüllendes Foto. Haunted L.A. Haunted L.A. Nee, gerade habe ich das irgendwo? Ah. Sieht nach einem Nosferatu aus. Meint er das vielleicht? Das ist Lilly. Und die Visitenkarte. Die Geldbörse war es auch nicht. Ach, der Mumienwickel-Talisman. Nö, du, keine Ahnung. Wahrscheinlich meint er das hier. Das Foto von einem Nosferatu. Aber kann man eigentlich Vampire fotografieren mit Blitzlicht? Ich dachte, die sterben dann. Der Blitz, der ist doch so hell. Ist zwar jetzt nicht ultraviolett. So wie Tageslicht, aber... Oder? Ist er. Ach, was weiß denn ich. Scheiß doch der Hund drauf. Gut, als nächstes. Ich habe noch für Beckett das Museum und das Nocturne Theater. Ich weiß, das sind alles jetzt Nebenbaustellen, aber die will ich auch noch erledigen. Muss, muss, muss. Gehen wir erstmal ins Museum. Komm, da war ich ja schon. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Oh. Kann ich rein. Das Hospital, die 10, die La... Ach, das ist... Nee. Warte mal. Ja, die CD soll ich immer noch finden. Beckett hat sie darum gebeten, in der Bibliothek von L.A. nach dem Rechten zu sehen. Ach ja, nachts in der Bibliothek. Also alles hier durch die Kanalisation zu erreichen. Ja, ich habe ja sonst nichts zu tun, als im Gulli rumzukriechen, ne? Kann man ja auch mal machen. War hier nicht noch ein Zugang? Ich glaube, hier war kein Gulli. Nein, okay. Kein Gulli. Aber gut. Oh, Messerchen. Ich mach mal Schluss hier, Leute. Dass ich den Gulli gefunden habe. Ja, sehen wir mal, wie es weitergeht nächstes Mal. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Und bis dann mit Vampire The Masquerade Bloodlines.